Hexenkiste, Liebe, dein deutschsprachiger Podcast zum Thema Magie und Hexerei. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hexenkiste, Liebe Podcast. Wir reden heute über das Thema Chakren oder Chakras. Das sagt ja jeder anders. Mit dabei habe ich heute den Geo, die Sigrun und die Jasmin. Sagt mal hallo ihr Lieben. Löchern. Hallo. Hallo. Jasmin und Geo kennt ihr ja schon aus diversen Podcasts, aber Sigrun ist zum ersten Mal dabei. Deswegen würde ich sagen, Sigrun, magst du mal kurz dich vorstellen? Ja, ich bin Sigrun und ich bin Mitglied am Hexenkessel. Und das auch schon länger und sehr geschätzt sogar. Da die Sigrun neu ist, stelle ich heute nur der Sigrun ein oder zwei Icebreaker. Mal gucken, was ich Schönes finde. Den Rest kennt ihr ja eigentlich schon recht gut. Okay. Sigrun, hast du in deiner Familie eigentlich andere Leute, die auch magisch praktizieren, oder bist du die Erste? Tatsächlich denke ich, dass mein Opa das war. Mhm. Der hat, ist Route gegangen und er hat mir mal erzählt, dass er ist ja sehr alt geworden, 1800 und noch was geboren, dass die damals sogar die Kinder zu irgendjemand geschickt wurden, dass die Talismane abholen. Also das ist cool. Aber ich habe meine engste Vertraute zum Beispiel ist meine Cousine, die auch magisch tätig ist. Schön. Okay, jetzt habe ich noch eine gute Aufgabe für dich. Wie würdest du deine magische Praxis in entweder drei Wörtern oder einem Satz beschreiben? Also das, was du tust, in drei Wörtern oder in einem Satz runterbrechen. Ich würde sagen, intuitiv hohle Hand. Cool. Ja, wir reden heute über die sieben Hauptchakren vor allem. Wenn dann noch Zeit ist, können wir noch über andere reden. Aber wir fangen jetzt mal damit an. Was würdet ihr denn sagen, was ist das Startchakra? Also das Erste, womit man sich beschäftigen sollte. Tja. Das Wurzelchakra. Ah, müssen wir uns melden? Nein, alles gut. Okay. Geo hatte sich gemeldet. Also ihr seht uns nicht, aber wir sehen uns schon. Aber die Sekunde war schneller. Genau, das Wurzelchakra in der Farbe Rot, ja, steht für, will es jemand zusammenbrechen, runterbrechen, wofür ja, ist das Wurzelchakra wird meistens, also recht häufig natürlich mit der Erde in Verbindung gesetzt, das Urvertrauen, aber auch die Urtriebe. Das ist so das Hauptmerkmal. Und es ist ja auch aus dem Sanskrit, wenn man das Wort übersetzt, den Namen, bedeutet es ja auch, dass ich bin die Stütze, also Standfestigkeit, die Säule eben für dich selber. Das Fundament, die Wurzel bildet das so, ne, im Allgemeinen. Genau. Ich glaube auch, wenn man da im Ungleichgewicht ist, vielleicht müssen wir da kurz drauf eingehen, wie das ist. Also normalerweise sollte man einen Zustand erreichen mittels Chakrenarbeit, in der man quasi so ein Gleichgewicht in das Chakra bringen. Das sollte weder zu viel sein, noch zu wenig. Was ist denn, wenn es zu wenig ist? Also wie wirkt sich das auf den Menschen aus? Beziehungsweise was kann dazu führen, dass man vielleicht zu wenig Energie in diesem Chakra hat? Man hat halt einfach keine Stabilität im Leben, ne? Also das Chakra steht halt auch wirklich für Stabilität, Standfestigkeit im Leben und das fehlt halt dann. Ist ja unsicher. Sich um sich selber kümmern können zum Beispiel. Mhm. Genau, und dabei reichen eigentlich so kleine Lebenseinstellungen, einfach die dafür sorgen, dass man ein bisschen den Anker in der Erde verliert, so, keine Ahnung, ich bin der Größte, oder der Zweck heiligt alle Mittel und so weiter. Also solche Einstellungen im Leben führen dazu, dass man wirklich den Halt verliert und einfach abhebt. Es kann ja sogar blockiert werden, das Chakra, ne? Also zum Beispiel durch starke Überlebensängste oder so. Also wenn man da keinen Willen mehr hat oder zu viel Angst,
durch zu wenig Lebensenergie oder so. Ich finde, das ist eins der wichtigsten Chakren eigentlich. Ja, finde ich auch tatsächlich. Wenn das irgendwie nicht gut funktioniert, blockiert ist oder so, wirkt das wirklich auf alle anderen aus. Man kann sich die Chakren quasi, für die, die es vielleicht noch gar nicht gehört haben, wie Energiepunkte vorstellen. Die sitzen im Körper und das Chakra ist eben das unterste. Das sitzt am Wirbelsäulenende, ich sag mal das, die nette Beschreibung. Also ich hoffe, ihr wisst, wo die Wirbelsäule endet. Da sitzt es quasi. die anderen Wirbel bauen sich quasi darüber wie eine Reihe im Körper auf. Und wenn eben dieses blockiert oder zu unterversorgt ist, sind entweder auch alle anderen unterversorgt, weil die Energie nicht ordentlich fließen kann, oder kommt halt gar nichts durch im schlimmsten Falle. Das wäre natürlich schlecht. Weil jedes Chakra hat einfach so seine Aufgabe und prägt einen auch in bestimmten Punkten weiter, wenn man das gut ausgeglichen hat. So, wenn ich jetzt also mein Chakra unterversorgt oder blockiert habe, was kann ich denn überhaupt dagegen machen? Oder wie kann ich das ausgleichen? Als erster denke ich, muss man überhaupt merken, dass da irgendwas ist. Also wenn zum Beispiel andere Freunde oder so oder Leute, die einen kennen, dann sagen, Mensch, du bist aber abgehoben oder so, dann wäre das schon mal so ein Zeichen, dass man sich da wirklich jetzt so langsam darum kümmern muss, wie man sich erdet. Also erstmal ehrliche Selbstreflexion, das ist wichtig. Ja. Und dann kommt natürlich darauf an, was für ein Typ man ist, was macht man gerne. Man kann natürlich für das Wurzelchakra verschiedene Yoga-Übungen machen. In regelmäßigen Abständen, die findet man überall. Wenn man jetzt kein großer Freund von Yoga ist oder einfach nicht in der Lage ist, ein Gleichgewicht zu halten, also wie meine Wenigkeit, kann man natürlich auch Meditation führen. Also ganz einfache Lichtarbeit. Nimm dir die Farbe des Chakras, stell dir vor, wie es einfach durch die Beine in das jeweilige Zentrum fließt. Und dann wieder rausfließt. Also es ist ja wichtig, es nicht zu übersteuern und nicht zu untersteuern. Deswegen einfach so ein gewisses Gleichgewicht halten. Das wäre so für mich persönlich die beste Methode. Natürlich gibt es auch zig andere Möglichkeiten. Also ich mag zum Beispiel gerne rein atmen. Ja, und wenn man Naturmensch ist, kann man halt auch rausgehen, sich einen Baum suchen, sich dort anlehnen, halt was finden, was ihnen Halt gibt und einfach versuchen, die Energie zu spüren, in sich reinleiten zu lassen. Allgemein steht es ja auch dafür, dass man, also zum Beispiel Menschen, die sich nicht so viel bewegen oder halt oft schlapp sind und deshalb das dazu führt, dass man sich nicht so viel bewegt, da kann man auch schon davon ausgehen, dass man vielleicht da ein bisschen dran arbeiten sollte, denn je mehr man sich bewegt, desto besser ist das ja auch für dieses Chakra, denn es steht ja auch für Dynamik zum Beispiel, ne? Also ich glaube, so zugeordnete Körperteile sind ja auch so der komplette Körper, also das Skelettsystem und so, die Füße. Ja, genau. Was man auch sagen kann, ist, je mehr Widerwillen man hat, sich zu erden, desto nötiger ist es. Weil je abgehobener man wird, desto weniger möchte man sich tatsächlich ehren. Ja, weil man denkt, man braucht es nicht. Genau, weil das Abgehobensein ist echt ein richtig tolles Gefühl. Da möchte man gar nicht mehr runterkommen von. Jetzt ist es so, dass die Chakren wirklich sehr viel abdecken bei uns. Das heißt, die sind sowohl Körperteilen zugeordnet, ja, innen und außen. Die wirken sich auf unsere Psyche aus, die wirken sich auf unsere Gesundheit aus. Und deshalb ist es eigentlich so wichtig, auch Chakrenarbeit zu betreiben. Viele denken immer, das wäre so ein bisschen geschwurbelt, das habe ich auch am Anfang gedacht. Und wenn man dann einmal da reintaucht, merkt man eigentlich, wie wichtig Chakrenarbeit tatsächlich ist, finde ich. Jetzt sind vor allen Dingen, es taucht ja auch in mehreren Kulturen auf. Ne? Ja. Zum Beispiel mache ich ja auch Jin-Jitsu und die Mary Burmeister, die das nach Amerika gebracht hat, also diese europäische
Sichtweise, also diese westliche Sichtweise verbreitet hat, die hat ja, soll gesagt haben, dass es Chakren nicht gibt. Aber auf der anderen Seite gibt es den Hauptzentralstrom, wo genau diese Chakren halt gepackt werden. Ne? Also es sind, egal wie man sieht, es sind immer wichtige Stellen am Körper. Hm. Egal in welchen Kulturen man das sieht. Genau, und es wurde ja sogar, es gibt auch Wissenschaftler, die einfach diese Bioenergie an sich ja festgestellt haben. Und das kann man wiederum zurückführen. Es hat eine Verbindung auch zu den Chakren, auch Akupunktur, die Meridian und so weiter, ja. Das Qi. Das sind so alles Sachen, die ähneln sich sehr, sehr, sehr stark. Ist ja auch ein Thema quasi bei schon alleine in der Alternativmedizin, Akupunktur. Da bearbeitet man ja auch bestimmte Punkte am Körper. Also da muss man ja davon ausgehen, auch da, wenn man jetzt nicht unbedingt an Magie glaubt, dass es eben bestimmte Punkte am Körper, bestimmte Sachen begünstigen oder eben nicht begünstigen, wenn die irgendwie verspannt sind oder sonst irgendwas. Also deswegen, genau. Ich finde bei Chakren, finde ich noch richtig, weil du gerade das Arbeiten daran erwähnt hattest, es ist eine Thematik, die muss man immer wieder durchziehen. Also es ist keine einmalige Sache, hey, ich habe die Blockade gelöst, ist alles schön. Chakren sind Energiezentren, die durchgängig Informationen aufnehmen von deiner Umgebung, von dir selber. Und dadurch muss man auch durchgängig daran arbeiten. Also das heißt, nur weil einmal das Wurzelchakra die Blockade weg ist, bleibt sie nicht weg. Es kann immer wieder was im Leben passieren, das sie wieder blockiert. Also für mich sind das wie so Schubladen, in die jedes Chakra kommt ein anderes Thema von deinem Leben rein. Also so ist das für mich jetzt. Ne? Und wenn ich eine Schublade ausgeräumt habe, kann es sein, dass ich dann am nächsten Tag wieder was reintue und dann deshalb wieder daran arbeiten muss. Genau. Und so kann man jetzt beim Wurzelchakra zum Beispiel sagen, wenn es nicht optimal ist, dann hast du vielleicht Angst vor Veränderungen. Du fühlst dich in keiner Gruppe so richtig zugehörig zum Beispiel. Du hast weniger Lebensenergie. Du bist entfremdet von der Natur. Aber wenn du das eben daran arbeitest, dann kommt genau das Gegenteil. Du wirst gelassen. Ja, du kriegst Selbstbewusstsein. Du kannst dich besser behaupten in deinem Leben und du bist auch mitreißend und dynamisch zum Beispiel. Finde ich auch. Wenn man, wenn das zu starr ist, also zu aktiv, dann ist es tatsächlich so, dass dann überhaupt nicht mehr sich bewegt. Also überhaupt nicht eine Pötte kommt. Das kann auch passieren, wenn das zu stark ist. Ja, die Extreme sind nie gut, ne? Egal wo. Egal in welche Richtung. Habt ihr noch jeder eine schöne Affirmation vielleicht? Habt ihr gerade mal einen da? Ich lasse mich von der Erde tragen, finde ich ganz schön. Oh, das ist schön, ja. Ich finde es auch sehr schön. Ich fühle mich in meinem Körper wohl. Das ist auch eine sehr, sehr wichtige Affirmation, wie ich finde. Gerade heutzutage, ja. Genau. Und dann gehen wir mal weiter. Als nächstes haben wir das Sakralchakra. Welche Farbe hat das Ding denn? Und wofür ist das gut? Na? Dann fange ich mal an. Sakral wird oft in der Farbe Orange dargestellt und ist einfach grob gesagt die Begierde an sich. Verschiedene Begierden. Wird auch als das weibliche Machtzentrum angesehen. Das heißt ja irgendwie Svalis Hasesand. Keine Ahnung. Das bedeutet genau so viel wie Süße, beziehungsweise Süße des Seins, Süße der Lieblichkeit. Ja, ja, es geht um Sexy Time, viel um die Begierden, die Leidenschaft. Gefühle, Kreativität. Halt generell um die ganze Gefühlswelt und Emotionen. Und belastet wird das dann durch Verletzungen in dem Bereich. Dann passieren. Auch eine Thematik an Leidenschaft. Also es geht jetzt in Leidenschaft im Leben allgemein, jetzt nicht nur Sexy Time, was natürlich ein recht wichtiger Punkt ist bei dem Chakra, sondern einfach die Leidenschaft, die man auch entwickeln kann in jeglicher Thematik. Ne? Da steht einfach so eine gewisse Energie, Power dahinter, die man einfach dann hat. Ich
blockiert wird zum Beispiel oder auch behindert wird das Chakra zum Beispiel, wenn man sich sehr abhängig macht in seiner Meinung von anderen Menschen zum Beispiel. Meistens fällt einem ja auch direkt jemand ein oder man erkennt es bei sich selbst. Aber auch Scham vor Sexualität zum Beispiel, ja. Wenn man nicht so gut körperliche Nähe zulassen kann vielleicht. Aber auch, wenn man sich selbst überschätzt, finde ich auch. Ja. Wie kann man das denn fixen? Also was gibt es für Mittel, um eben da ein gutes Gleichgewicht reinzubringen? Also ich bin nie dabei, reinatmen, Hände auflegen. Du atmest dann alles rein? Ja, also das ist mein Lieblingswerkzeug in der Magie. Also ich mache viel mit Atmen, ja, tatsächlich. Ich gehe nochmal auf die Natur ein. Man kann zum Beispiel an einen Bach oder an den See gehen und einfach mal dem Rauschen lauschen. Dem Rauschen lauschen? Ja, und das stärkt halt von innen. Na, also man kommt runter oder Sonnenuntergang angucken, ne? Das ist die orange Farbe, für das das Chakra steht. Mhm, na, also wirklich auch immer was suchen, was die Farbe des Chakras hat. Mhm. Lebensmittel in der Farbe essen wird ja auch immer ganz gerne gesehen. Zum Beispiel, wir hatten zum Beispiel beim ersten Mal, wo wir uns mit den Chakren in der Arbeitsgruppe auseinandergesetzt hatten, hatte die Lea so einen schönen Rot-Bete-Salat gemacht. Du, den liebe ich, wie Sau, den esse ich so sehr gern. Aber der war jetzt fürs Wurzelchakra. Aber hier könnt ihr ja orangene Sachen essen, vielleicht. Auch sehr, sehr lecker. Es gibt sehr viele orangene Sachen, die sehr, sehr lecker sind. Und ja. Kleidung, also Kleidung ist zum Beispiel auch ein Anzeiger, was gerade gebraucht wird, zum Beispiel welche Farbe. Deshalb hat man ja immer einen Schrank voll nichts anzuziehen, ne? Weil gerade eine Farbe nicht passt. Und die Farbe hat, wenn wir die tragen, großen Einfluss auf uns. Ich lache. Alle sitzen hier in Schwarz, außer Sikro. Sikro, was hast du an? Grün oder was? Das ist grün jetzt, ja, gerade. Genau. Okay. Ich würde noch eine Kleinigkeit zu, wie man gerne dran arbeitet, was ich recht wichtig finde. Und zwar geht es hier um Selbstliebe. Macht einfach einen schönen Tag, lass dir ein Bad ein, öl dich danach ein. Gönn dir einfach einen kompletten Tag für dich selber. Und das ist sehr, sehr wichtig für das Chakra. Und da wirst du auch direkt merken, dass es danach sehr, sehr besser geht und dass das schon eine Blockade löst. Ich habe da so schöne Affirmationen zum Beispiel, die sagen auch, was man da machen kann, zum Beispiel schon fast, ich tue, was mir Spaß macht zum Beispiel, denn was man gerne macht, das weckt ja auch Leidenschaft und Kreativität. Ich lasse alles hinter mir, was mich beengt zum Beispiel. Also nicht so in die Schranken weisen lassen, sondern lieber ein bisschen freier leben vielleicht. Ich genieße das Leben, Freude und Frieden begleiten mich. Finde ich auch ganz schön. Ja, hört sich gut an. Wenn das Chakra aktiv ist und gut ausbalanciert, finde ich, dann ist man leidenschaftlich, man hat auch eine gute Intuition zum Beispiel, die Lebensfreude ist da, man kann besser vergeben, man hat mehr Freude am eigenen Körper, man ist ausgeglichener und es gibt auch noch ganz, ganz viele andere Punkte natürlich, aber da könntet ihr ja auch mal in eine Arbeitsgruppe kommen zum Beispiel, dann erfahrt ihr nämlich auch noch, welche psychischen und körperlichen Folgen das hat, wenn man nicht da genug dran arbeitet oder welche Gottheit, welcher Sinn, welche Energie und so weiter. Also da kriegt ihr noch sehr, sehr, sehr viel mehr Infos. Dann das nächste Chakra wäre das Nabelchakra oder wir nennen es auch Solar Plexus. Nein, das ist nicht das Gleiche. Es wird, in allen Büchern steht das aber so tatsächlich. Das stimmt. Ist es aber nicht. Da muss ich kurz so sagen, das liegt wahrscheinlich daran, dass viele Chakren, auch Nebenchakren, einfach bei vielen Büchern zusammengelegt wurden.
Und aus dem Grund ist es eben oft das Nabelchakra, wird auch Solarplexus-Chakra genannt. Oder beim dritten Auge sind auch zwei, drei Chakren zusammengefasst. Deswegen hat man manchmal so eine kleine Diskussionsthematik, aber es ist schon beides korrekt. Es wird auch genannt Manipura und bedeutet so viel wie glitzernde Stadt oder Stadt der Juwelen. Finde ich auch ganz schön. Und kommt in der Farbe Gelb. Wovon kann... Die Namen sehr schön. Man kann sich die nie merken in Sanskrit, aber die sind immer sehr, sehr schön. Man kann die auch nicht aussprechen in den meisten Fällen. Aber die Bedeutung ist sehr hübsch, ja. So, wenn das blockiert ist oder nicht gut ausgefüllt ist, wie wirkt sich das aus? Oh, da geht's. Ja. Ja, hier geht es ja um Macht, Aggression, eigener Wille. Und ich glaube, dass entweder ist man dann, strebt man dann zu sehr nach Macht, möchte nur seinen Willen durchsetzen. Oder auf der anderen Seite traut man sich das gar nicht mehr zu. Meinst du, man neigt so zur Unterwürfigkeit? Ja. Und man verliert sehr schnell die Ausdruckskraft für irgendwas. Das ist eben das Machtzentrum an sich, aber auch die Kraft dahinter, die man für bestimmte Projekte und so weiter hat. Man hat einfach, man kann sich einfach nicht mehr ausdrucken und es ist eben, man verschwindet so ein bisschen, man wird unsichtbar. Das führt auch ganz oft bei vielen Menschen zum Beispiel zu Verzweiflung. Also das bedeutet, Verzweiflung ist ja auch ein Thema. Man merkt, man weiß ja ganz oft, wenn man ein Projekt machen will und man schafft es einfach nicht, dann ist immer schnell auch mal Verzweiflung da. Oder eben man fällt in so ein Loch. Das könnte auch dazu führen, ja, also dass man eben, dass sich das auf die Gefühle auswirkt und man ein bisschen trauriger wird oder so. Oder man kriegt so Selbsthass und Gleichgültigkeit. Hui, Jasmin. Hat dein Mädchen Husten? Nein, sie hat sich verschluckt. Aber auch auf der anderen Seite, wie sie gerade schon gesagt hat, auch so ein über-ehrgeizig sein ist halt auch so eine Sache. Also dieses an Projekten arbeiten. Entweder man ist gut ausgeglichen und macht das voller Ruhe oder man rastet schnell aus oder man ist zu übereifrig. Das gibt es ja auch. Oh mein Gott, gibt's so. Hält so als das männliche Kraftzentrum, Machtzentrum. Das Erschaffen ist dann hier in dem Fall männlich. So, wie sieht's aus? Was können wir machen, wenn wir da zu wenig oder zu viel haben? Jasmin, willst du wieder in die Natur gehen? Oder? Ich bleibe in der Natur, ja. ja, in die Natur gehen, alles angucken, was gelb ist zum Beispiel. Gelbe Blumen, die Sonne auf sich wirken lassen. Wenn gerade keine Sonne scheint, kann man natürlich auch die Sonne visualisieren und in sich spüren. Sonnenaufgang ist auch immer sehr schön. Also mit dem heller werden vom Sonnenlicht lässt man halt einfach sein Solarplexus dann heller strahlen. Immer heller strahlen. Das ist schön, ja. Also ich finde auch richtig sich vorstellen, wie die Sonne da drauf strahlt. Das ist einfach ein unglaublich schönes Gefühl. Und reinatmen wahrscheinlich. Gelb reinatmen. Genau. Und die Wärme spüren, natürlich. Witzigerweise kenne ich das auch so aus meinem Buch zum Beispiel, dass du dir den Sitz, den lernt man übrigens auch in der Arbeitsgruppe, ja. dass man sich den Sitz quasi visualisiert und vielleicht als Kugel oder so und dann beim Einatmen immer die Farbe, also in dem Fall gelb, reinatmet, bis das komplett strahlt und erfüllt ist und so. Genau, und das macht man halt quasi am besten täglich, wenn man ein Problem damit hat, um das eben aufzufüllen. Und sich halt auch auf die Energie natürlich einlässt. Ne? Ja. Ich finde auch hier schön eine ganz leichte Methode, einfach wenn man durch den Tag geht, egal ob es jetzt die Schule, die Arbeit oder das Einkaufen ist, lächle einfach. Es steht ja auch für die Ausdruckskraft an sich, für das Charisma, für das Temperament an sich. Es ist eine Kleinigkeit, aber es hilft. Es unterstützt am Solarplexus. Ist vielleicht aktuell schwierig, ich weiß.
Aber man hat ja auch bestimmte Online-Konferenzen vor der Kamera, da kann man einfach lächeln und es ist einfach eine kleine Unterstützung. Lächle, du kannst sie nicht alle töten. Lächeln hilft immer. Affirmationen wären zum Beispiel, das Leben meint es gut mit mir, also nicht immer so schwarz denken, Feuer brennt durch alle Blockaden und Ängste, ich vertraue meiner inneren Stimme, alles wird sich zum Guten fügen, ist auch so viel mit Positivität, ne? Ich bin Power. Ich bin Power, das ist auch geil. Oder halt einfach nur, ich mache. Mhm. Na, nicht zweifeln, einfach machen. Wenn das Chakra ausgeglichen ist, wie fühlt man sich dann? Man fühlt sich in seiner Mitte. Mhm. Also man ist dann ganz sich selber. Das ist ein schönes Gefühl. Ja. Man spürt halt seinen eigenen Willen und man kann sich durchsetzen, wenn man es will. Man kann sich aber halt auch abgrenzen. Also man kann wirklich klare Linien ziehen. Mhm. Zielstrebigkeit und Selbstkontrolle sind auch noch Punkte. Ja, also man hat quasi ja wieder Fokus für das, was man eigentlich tun möchte. Und man kann auch besser Entscheidungen treffen. Ja, und konsequent für sich einstehen. Das ist super wichtig. Ja. Das können halt kaum noch Leute tatsächlich. Genauso wie das mit dem eigenen Körper liegen beim Sakralchakra. Das nächste in der Reihe ist unser grünes Chakra, und zwar Herz. Worum geht's? An Liebe, Selbstliebe. Mitgefühl. Ja. Heilung. Also alles, was das Herz begehrt, quasi. Um ja. Einen dummen Wortwitz zu machen. Das heißt, Anahata, ich spreche es wahrscheinlich eh falsch aus, ist aber wurscht. Das heißt quasi strahlend rein und unverletzt. Das ist ja schön. Ja, das Gute. Wie kann es blockiert werden? Zum Beispiel Verlust, Ablehnung. Also so alles, was halt quasi ja unser Herz verletzt, unser Herz bricht. Liebeskummer, Trennungen, Eifersucht. Aber auch, wenn wir selber unehrlich sind vielleicht oder zu misstrauisch und so weiter. Oder Machtspielchen treiben. Wirklich extreme emotionale Thematik auch. Also sie als von außen zu sich selber, also wenn man jetzt verletzt wird, aber auch wenn man selber zum Beispiel recht viel Hass oder Rache und so weiter empfindet, das kann es auch sehr extrem, sehr schnell blockieren. Na krass. Was kann man dagegen tun, außer reinatmen? Grünes Gemüse essen. Also ich würde ganz viel mir Gutes tun, tatsächlich. Also was ich gerne habe, mich mit Leuten umgeben, die ich mag und sowas würde ich machen. So ein, einfach mal einen Tag machen, wo man sich nur verwöhnt selbst, meinst du? Ja. Das ist schön. Ich glaube, ich habe ein Problem mit meinem Herzchakra. Ich mehr nicht. Ich muss da dran arbeiten. Und, wir sind doch schon da, Bella. Was ich wichtig finde, ist dann auch bei Leuten zu sein, die mich nehmen, wie ich bin. Ja? Also, dass ich mich nicht verstellen muss oder so. Mhm. Das finde ich dann witzig. Was noch wichtig ist, aus meiner Sicht, ist die Verbindung vom Herzchakra zum Bauch. Also statt mit Kopf, mit Herz und Bauch in Zusammenhang bringen und da Entscheidungen treffen. Essen. Essen ist Liebe, würde die Niki jetzt sagen. Mein Essen ist Leben. Was gutes Essen, das weiß man doch. Das wärmt auch immer das Herz. Ja. Als schöne Affirmation, dann weiß man auch so ein bisschen, was man tun kann, ist zum Beispiel, ich helfe gerne, ohne mich dabei selbst aufzugeben. Auch sehr wichtig. Manche neigen da auch zu einem Extrem zum Beispiel.
Ich bin ein Teil des Ganzen, also dieses Zugehörigkeitsgefühl, dass man einfach immer geliebt wird. Und ich nehme mich so an, wie ich bin. Ja, das finde ich gut. Könnt ihr, falls ihr es noch nicht seid, auf den Hexenkessel kommen, weil da wird nämlich jeder so genommen, wie er ist. Ja. Was ich sehr schön finde, ist, ich bin dankbar. Die Dankbarkeit bei den Dingen, die man hat, zu erkennen und zu akzeptieren, ist auch eine schwierige Thematik heutzutage und das ist auch eine sehr schöne Affirmation. Also ich bin dankbar. Ja, morgens beim Aufstehen oder abends beim Einschlafen kurz vorher überlegen, für was man dankbar ist, bringt so viel. Ja, das ist es ja. Wir wissen so Kleinigkeiten auch gar nicht zu schätzen, ne? Dass wir von morgens bis abends zum Beispiel das Wasser laufen lassen können. Und, dass das Wasser warm ist. ich brauche es nicht warm machen. Das kommt einfach so aus dem Kran. Dass wir Klamotten, dass wir überhaupt ein Zuhause haben. Wie viele Menschen haben kein Zuhause? Ja. Wie viele Menschen haben keine gute Ernährung, medizinische Versorgung oder sonst irgendwas? Und alleine solche alltäglichen Dinge, klar, die vergessen wir schnell, aber dafür können wir sehr dankbar sein. Uns geht's gut. Ja, wenn das Chakra aktiv ist, dann sind wir. Wir sind ja, wohlwollend und tolerant zu anderen Menschen. Ja. Genau, und zu uns selber. Und zu uns selber, ja. Gesellig habe ich noch. Das fällt jetzt in Corona wohl eher flach. Ja. Und man ist bereit, Liebe oder Emotionen zu empfangen. Also nicht nur zu geben, auch wirklich zu empfangen und zu akzeptieren. Ein Punkt, dann vielleicht gönne ich mir doch mal so einen Tag, ist geduldig sein. Das bin ich jetzt so gar nicht. Aber... Ich muss sagen, ja, Norman, es tut mir leid, aber ich muss mir heute einen Tag gönnen, wo ich mir nur Gutes tue. Das heißt, du und die Kinder, ihr müsst gehen. Ja. Und komm, tschüss. Kommt Montag wieder. Ah, kommen wir zu einem Chakra, mit dem wirklich viele, viele Menschen ein Problem haben. Das ist das Kehlchakra. Worum geht es denn hier? Das kommt übrigens in hellblau meistens. Ja, also sich ausdrücken auch. Also in jeder Form tatsächlich. Also auch kreativ. Also es ist jetzt nicht nur Kommunikation, also dort Sprechen und so weiter, aber auch viel auch die Gestik-Thematik oder irgendwas Kreatives, Malen und so weiter, Singen. Das ist auch für das Chakra sehr, sehr wichtig. Es geht ja auch darum, einfach mal zu sagen, was Sache ist. Ja, also sich eben zu sprechen, die Kehle aufzumachen. Und das können leider viele Menschen gar nicht mehr. Ist vielleicht auch so ein bisschen eine Erziehungssache und so. Oder Glaubenssätze, die wir in uns tragen. Ja, aber daran zu arbeiten, kann gut sein. Im Sanskrit heißt das Vishuddha oder so und bedeutet Reinigung und Klarheit. Von was kann denn unser Kehlchakra jetzt blockiert werden? Ich finde, Trauer blockiert es auch. Dass man für etwas keine Worte findet, was einem passiert ist, zum Beispiel. Mhm. Das kann sein. Also so Sachen, die uns quasi sprachlos machen. Ja, genau. Mhm. Und wenn man nicht auf seine Intuition hört, also durch das Thematik Hören, Kommunikation, die Intuition an sich ist zwar jetzt nicht direkt beim Kehlchakra, aber der Aspekt, dass man nicht drauf hört, blockiert einen schon. Ist ja auch eine Kommunikation genau. Im Endeffekt, ne? Also macht ja keinen Unterschied. Was einen auch hinein, also was einen auch blockieren kann, ist so eine Selbstsabotage, die man betreibt, also dass man sich selbst immer verurteilt zum Beispiel für Dinge, für die man vielleicht auch gar nichts kann oder sich zu sehr an solchen Sachen aufhängen. Schwierigkeiten, Gedanken und Emotionen zu fassen. Also blockiert kann es auch sein, wenn man Kindern immer verbietet, etwas zu sagen. Mhm. Also von klein auf, dass das... auch hier so denke ich, wird, ja. Ich denke, das Problem ist halt einfach oft die Gesellschaft, ne? Weil oft
die Meinungen von vielen unterdrückt werden, man sich dadurch halt einfach nicht äußern kann und darf. Man verlernt es dann halt einfach. Ja, ein Thema, was sich ganz oft im Unterricht ansprechen muss, tatsächlich ist dieses sprich deine Wünsche laut. Ne? Oder wenn du zum Beispiel einen Geist hast und ein bisschen loswerden, dann sag es ihm laut und energisch. Und das, ja. Da schämen sich die Leute einfach für, das zu machen, weil man das nicht mehr kann, weil man das immer gelernt hat, dass man hier in dieser Gesellschaft so leise sein muss wie möglich und bloß nicht komisch oder bloß nicht anders als andere. Genau. So, wie kann ich jetzt an meinem Kehlchakra arbeiten? Guck mal, jetzt kannst du noch mal atmen sagen, weil mit der Kehle atmet man ja. Also Leute, atmen geht immer. Geht immer. Ja, obwohl, wenn es blockiert wird, kann es wirklich. Also ich habe an einem Chakra, ich weiß nicht mehr, was es war, habe ich richtig Schüttelfrost gekriegt bei der Auflösung. Also das kann auch sehr heftig sein. Das ist nicht einfach nur was Einfaches, da rein zu atmen. Transformation ist nie ohne Probleme. Ja, wirklich. Also Kehlchakra würde ich sogar singen. Oh, schön. Also ich finde Klang sehr schön. Also, ja, also Singen öffnet ja das Kehlchakra. Was sich auch gut anbietet, ist Flötenmusik oder Trompetenmusik anhören. Also durch diese Schwingungen. Ja, und halt alles angucken, was blau oder türkis ist. Ein Himmel auf sich wirken lassen, zum Beispiel. Ja, mache ich sehr gerne, tatsächlich. Ich gucke gerne in den Himmel. Deshalb ganz gut kommunizieren. Und der Zugang zur Intuition. Also versuch einfach so Kleinigkeiten zu machen, keine Ahnung, dass du vielleicht im Inneren mit deiner Intuition an sich anfängst zu sprechen. Das ist ein ganz normaler Satz, einfach fragen und hören und zuhören, kommt da was zurück? Am Anfang wird es vielleicht etwas schwieriger, wenn man den Zugang dazu nicht hat. Das ist aber auch eine sehr, sehr schöne Übung, einfach den Zugang zur Intuition zu entwickeln auch. Und das ist auch eine Sache, die nicht schlimm ist. Bestimmte Sachen muss man einfach entwickeln. Und das ist eine Kleinigkeit, die kann man jeden Tag, jederzeit machen. Gibt auch schnell Erfolgserlebnisse, weil das man muss meistens nur die erste Hürde groß überwinden und dann geht das recht schnell. Da haben wir einen fünften Gast im Podcast. Jasmins Tochter guckt ab und zu in die Kamera. Oh, da winkt sie uns. Hallo. Ja, wenn das jetzt aktiv ist, dann kann man seine Wahrheit für sich selbst frei ausdrucken. Ja? Also seine Meinung aussagen. Man ist kreativ, offen für Inspiration. Innere Stimme ist da. Auch musikalisch vielleicht am Start. Ich finde gerade die innere Stimme auch, ne? Weil die ja doch oft verloren geht im Alltag auch und die ist so wichtig für uns. Die ist auch wirklich Menschen, super wichtig. Ja. Ja. Und auch Menschen einfach, die gute Redner oder gute Zuhörer sind, da kann man eigentlich auch ganz gut erkennen, dass das Kehlchakra geöffnet ist und die haben ein gutes, ausbalanciertes Kehlchakra. Ich glaube, ich habe da manchmal Probleme. Ich versuche manchmal Dinge zu erklären und ich weiß nicht, ob das an meinem Kopf liegt, dass ich es so kompliziert mache. Auf jeden Fall versteht mich kein Mensch. Da gibt es andere Menschen, wie zum Beispiel unsere Hänse Schmänzen, die will was erklären, erklärt es eigentlich in den ersten zwei Sätzen, denkt aber selber, sie hat es nicht gut erklärt und redet dann immer und immer weiter und macht es unnötig kompliziert. Das stimmt. Gibt's auch. Gut. Das nächste in schön dunkelblau. Was haben wir denn da? Das Stirnchakra. Das heißt einer und heißt so viel Wissen und Wahrnehmen. Worum geht's? Das finde ich ganz wichtig, wenn wir visualisieren wollen. Also gerade magisch arbeiten, finde ich das sehr, sehr aufgepasst jetzt an alle Menschen, die sich mit Visualisierung schwer tun.
Ja, ich habe es ja nicht so mit visualisieren. Aufgepasst, Sigrun an dieser Stelle. Vielleicht solltest du ein bisschen reinatmen. Also ich kann mir selten etwas vorstellen, also visualisieren, aber ich kann mich an etwas erinnern, was ich schon mal gemacht habe zum Beispiel. Das finde ich schön, ja. Erinnerung ist ja auch ein echt starkes Gut. Sollte man nicht unterschätzen. Das steht auch für Erkenntnis, für Klarheit, Vorstellungsvermögen, auch Intuition, den höheren Verstand und Kommunikation mit der eigenen Seele. Sehr wichtig für Energielenkung. Das ist auch natürlich auch vielleicht ein bisschen mit der Vorstellungsthematik verbunden, aber das dritte Auge oder das Stirnchakra, besser gesagt, ist auch sehr, sehr wichtig. Also wenn wir da eine Blockade haben, kann es auch schwierig sein mit Energiearbeit. Auch sich zu konzentrieren alleine schon, so was ganz Alltägliches ist dann auch schon ein Problem. Mhm. Weil die Gedanken zu schnell abschweifen. Ja. Oder man hat zu viele Gedanken. Ne? Weißt du, was für ein Öl da ganz gut ist, Jasmin? Jasmin. gut zu wissen. Auch als Räucherung. Aber ich mag den Geruch nicht. Oh. So, wenn unser Stirnchakra blockiert ist, was passiert? Oder was kann das auslösen? Ja, kann nichts mehr glauben. Ich glaube an nichts mehr. Mhm. Man hat vielleicht auch ein bisschen Angst, immer zu wenig zu wissen. Das gibt es auch. Man neigt auch zu Stimmungsschwankungen. Körperlich gesehen können sogar Gleichgewichtsstörungen auftreten oder auch Kopfschmerzen. Das sind Thematiken, die natürlich heutzutage sehr häufig auftritt. Mhm. Und auch Erinnerungslücken. Bis sogar zum völligen Blackout, dass man wirklich komplette Filmrisse hat. Das liegt auch meistens daran, dass aus welchem Grund auch immer eben das dritte Auge in dem Moment komplett blockiert wird. Es kann auch passieren, dass man versucht, Dinge zu kompensieren, indem man sich viel Materielles zum Beispiel anschafft. Also das wird auch damit in Verbindung gebracht, tatsächlich. Angst vor Schattenarbeit hier, Sigrun. Gefundenes Fressen. Ja, was können wir machen, um das zu beheben? Meditieren. Da tun sich auch viele mit schwer hier. Wir haben nur schwierige Themen heute. Merkt ihr das? Damit man muss ja nicht, wie wichtig Chakraarbeit ist. Ja, das stimmt. Man muss ja nicht stillsitzen irgendwo. Man kann zum Beispiel, was ja schön ist, eine Gehmeditation machen. Zum Beispiel eine ganz einfache, rechts ausatmen, links einatmen oder so, wenn man geht. Man hat halt... Viele haben, glaube ich, so das Gefühl, dass Meditation lange dauert und dass es halt lästig ist. So. Aber dass Meditation einen tatsächlich bis in die hohe Magie begleitet und sogar immer wichtiger wird, je mehr man voranschreitet. Das wissen viele, glaube ich, nicht. Und wie viel es halt auch mit einem macht. Also ich finde das wirklich sehr wichtig. Was vielleicht noch gut ist, ist auch Mantren, mit Mantren zu arbeiten. Mhm. Ja. Ich habe als Affirmation zum Beispiel, die geistige Welt schützt und leitet mich. Also so ein bisschen Vertrauen an höhere Mächte auch. Ja. Ne? In meinem Kopf ist Klarheit und Ruhe. Das fällt auch vielen schlecht. Die Kraft des Universums ist in mir. Das ist schön. Aber mit Klarheit und Ruhe, das ist tatsächlich, erreicht man mit Mantren. Das hört sich jetzt total einfach an, aber wir können tatsächlich drei Sachen auf einmal denken. Das ist unfassbar. Aber wenn man das einmal hat, also wirklich Gedankenruhe hinbekommt, das ist ein unglaublicher Schatz. Ist aber Arbeit, also man bekommt das nicht geschenkt. Aber das was bekommt man schon geschenkt? Ne? Ja, stimmt.
da es ja um Angst vor Schattenarbeit geht, würde ich sagen, wahrscheinlich hilft auch Schattenarbeit. Yay. Nee. Ich hätte das gedacht. Wenn das Chakra aktiv ist, dann haben wir eine gute Kommunikation mit der Seele. Das hatten wir ja eben schon. Wir sind ein bisschen konzentrationsfähiger im Idealfall. Wir haben einen bisschen höheren Verstand, also können vielleicht besser Dinge durchblicken. Mit dem Spirituellen, das fällt uns leichter, der Zugang ist leichter. Ich glaube, ich muss dem Norman ein paar dunkelblaue Dinge auf die Stirn legen, damit da ein bisschen was passiert. Obwohl, gestern hat er eine Drachenkarte gezogen, tatsächlich. Oh. Er hat sie dann angeguckt und gesagt, ach, ist doch eh Schwachsinn, aber er hat sie gezogen. Wir müssen kleine Schritte gehen. Ja. Immerhin. Wir können auch Umwandlung negativer Gedanken in positive Impulse zum Beispiel. Man ist halt auch in der Lage, Dinge mit einem gesunden Menschenverstand zu beurteilen. Auch wichtig. Ja. Und wir haben ein gutes Gedächtnis. Vielleicht sollte ich daran arbeiten. Das, also ich glaube, dass meine spirituelle Seite das ausgleicht tatsächlich. Aber Gedächtnis ist jetzt nicht so meine Stärke tatsächlich. Als letztes Chakra der Sieben haben wir das Kronenchakra, das heißt Sarasrara, ist ja auch egal, göttliches Licht und kommt meist in Violett. Wird aber auch manchmal in Weiß dargestellt, glaube ich. Genau, worum geht's? Ich sage nach der Standleitung nach oben. Ja, würde ich auch sagen. Es ist einfach die Verbindung zum göttlichen Thema, zum höheren. Das ist Ebene. Vom Materiellen zum Nichtmateriellen. Ist das also das schon eine andere Ebene? Das ist halt aktiv mit der Wahrnehmung verbunden. Ja, auch dieses Wissen, dass man Teil von einem Ganzen ist, also dass man mit allem verbunden ist, ne? Ob man das will oder nicht in dem Fall, aber ist egal, man ist Teil von allem einfach. Das finde ich auch einen ganz schönen Aspekt davon. Und das ist eben auch der, also wie gesagt, der erste Schritt Richtung Erleuchtung. Also man, es macht Klick im Kopf. Wenn man jetzt recht lange zum Beispiel spirituell unterwegs war oder an den Anfängen, besser gesagt, man ist an den Anfängen und man arbeitet immer weiter dran oder an sich selber, dann hat man so einen Klickmoment, hört sich doof an, aber wo es einfach wo es Sinn macht. Irgendwann macht es Sinn. Dann denkt man sich, okay. Und das ist genau der Punkt, wo einfach die Verbindung da ist. Es ist, ja, genau das, Simon. Falls ihr ihn irgendwann mal habt, sagt Bescheid. Und da merkt man auch zum Beispiel, wie wichtig Meditieren ist. Also auch dafür ist das sehr wichtig. Wenn unser Grundchakra blockiert ist, wie kann sich das auswirken? Also ich habe fast bei jedem, vielleicht als Fun Fact, bei fast jeder Blockierung oder Unterversorgung den Punkt Angst stehen. Das heißt, wir haben heute ganz viele Leute, die sagen, ich habe Ängste, ja, Anxiety, vor allem möglichen. Das kann Angst vor Sozialem sein, Angst vor dies, Angst vor das, egal wovor. Leute, arbeitet mal an euren Chakren, ja. Es kann euch eigentlich nur gut tun, tatsächlich. Also Angst, dann ist immer was im Ungleichgewicht. Und das könnt ihr loswerden. Also man sagt ja auch, Angst ist Gottesferne. Ne? Mhm. Dass man sich auch spirituell nicht aufgehoben fühlt. Mhm. Ja, es fehlt da ist das auch wichtig, dieses Chakra. Auch, dass die Störung beim Kronenchakra heutzutage ein sehr, sehr großes Thema ist, weil wir einfach zum größten Teil eine recht materielle Gesellschaft geworden sind und viele einfach die Thematik Verbindung zum Höheren oder Glaube an Gott oder Gottheiten an sich oder an sein eigenes höheres Ich einfach nicht mehr wahrnehmen. Mhm. Man merkt aktuell oder in den letzten Jahren, dass sich das ein bisschen wieder in die andere Richtung wendet und dass mehr Leute Interesse haben, ist wieder
die Richtung zu gehen, aber unsere Gesellschaft ist leider recht materiell aufgebaut. Und so verliert man sehr häufig die Verbindung. Für das Blockiertsein zum Beispiel steht auch eine Angst vor Einsamkeit oder eine Angst davor, die Identität oder den freien Willen zu verlieren. Das steht, ist auch ein Thema davon. Zu Corona-Zeiten vielleicht noch mehr, ja, momentan, weil viele Leute einfach verunsichert sind. Verleugnung des spirituellen Daseins, auch so ein bisschen Orientierungslosigkeit, ich habe keine Ahnung, wo ich hin will. Das sind alles so Themen. Genau. Und auch so Gefühle von Mangel, ne? Die werden dann gerne gestopft durch irgendwas Materielles, wie du schon eben gesagt hast, Guillaume. Ja, was können wir dagegen tun? Was können wir Schönes machen? Also ich bin da voll bei Erden. Hm. Ich habe gerade eben, jetzt abseits von diesem Projekt, auch was zum Erden gemacht und habe viel darüber geredet, warum das sehr wichtig ist. Und Erden ist wirklich so eine essentielle Sache. Auch das wird gerne beiseite geschoben oder viele denken, ach, ist ja super easy, das kann ich ja und machen es einfach nicht mehr. Aber tatsächlich ist regelmäßiges Erden sehr, sehr wichtig. Die meisten werden auch wirklich einen Unterschied feststellen mit der Zeit. Also an sich und wie andere mit einem umgehen und sowas, wenn die darauf achten. Ja, ich finde es auch im Alltag sehr wichtig, auch so jetzt neben den magischen Tätigkeiten, wenn man jetzt einen stressigen Tag ist oder mal eben kurz genervt ist im Job oder in der Schule, sich erden bringt so viel. Ja, und man kann es überall machen, ne? Ich muss ja nicht irgendwas Großes, irgendwo Ritual oder was weiß ich machen, sondern ich kann es auf einem kleinen Platz, wo ich bin, direkt machen. Ne? Ich brauche gar nicht viel dazu. Man merkt das auch ganz oft körperlich. Also wenn ich sehr stressige Zeiten habe, dann kann es sogar passieren, dass ich direkt darauf reagiere, indem mir einfach anfangen, die Tränen zu laufen, weil es mir so viel Stress bringt, dass ich einfach auf einmal so friedlich bin, dass ich damit gar nicht zurechtkomme in dem Moment. Und das ist so ein schönes Gefühl. Deswegen macht es nicht nur einmal und denkt euch, okay, das kann ich, brauche ich nicht mehr, sondern arbeitet daran. Und dann könnt ihr auch eine gute Erdung in 1-2 Minuten sogar schaffen. Ja, also sobald man mal Zeit zwischendurch hat. Hm. Ja, genau. Weil es wirklich auch schnell geht. Und für das Chakra ist Meditieren, finde ich. Und um bei der Natur auch zu bleiben, wieder die Sonne angucken oder abends in die Sterne, das ist ja alles das weiße Licht quasi, was halt für das Chakra auch steht. Schön. Toleranz und Mitgefühl aufzeigen, das ist auch eine Thematik, die zum höheren Ich führt. Auch der innere Frieden, der eigene innere Frieden. Es ist genau. Dankbarkeit, also finde ich wichtig da noch. Ja, zu wissen, einfach mal rausgehen in die Natur und sich einen Sonnenuntergang angucken und dann auch sagen, dafür bin ich dankbar, dass ich das machen kann. Na, das allgemein, dass wir überhaupt noch Natur haben. Ich meine, jetzt, es wird alles zugebaut. Ja. Die Wälder werden abgeholzt. Ne? Also ja. Es gibt schon einiges, wofür man echt dankbar sein kann. Als Affirmation habe ich zum Beispiel, ich bin ein Teil des Lichts und mit allem verbunden. Das ist schön. Ich bin verbunden mit der göttlichen Quelle und ich löse mich von alten Mustern, die mir im Weg stehen. Das ist auch gut. Das ist auch etwas, woran man arbeiten kann. Ja, ne? Ja. Immer wieder bei Schattenarbeit. Naja, dass die immer geht, das wissen wir ja mittlerweile. Wenn das Chakra aktiv ist, wie wirkt sich das auf den Menschen aus? Ich würde sagen, der ist sehr ausgeglichen, sehr spirituell, hat Vertrauen in seine spirituelle Führung zum Beispiel. Wenn zum Beispiel so Menschen sind, die für
im Bereich der Heilung oder der Hilfe im Allgemeinen arbeiten oder tätig sind und die einfach den Raum betreten und sie einfach eine gewisse Anziehungskraft haben, so eine gewisse Ruhe schon ausstrahlen. Da kann man schon erkennen, bei denen ist es offen. Da ist alles im Gleichgewicht. Ja. Die Personen sind wirklich im inneren Frieden. Mhm. Und man ist in der Lage, bedingungslose Liebe zu spüren und zuzulassen. Schön. Ja. Würdet ihr denn jetzt, wo wir die Chakren durchgegangen sind, noch irgendwas Allgemeines zu Chakren sagen wollen? Oder was würdet ihr jemandem mit auf den Weg geben, der jetzt nach diesem Podcast denkt, boah, hört sich eigentlich ganz gut an? Also ich denke, dass man überall im Internet auch was findet, was man da machen kann, auf YouTube oder so gucken. Im Hexenkessel gibt es immer Kurse dazu. Ich wollte gerade sagen, kommt auf den Hexenkessel. Und lasst euch nicht überrollen von den Informationen. Es ist ja heutzutage ein bisschen einfach, durch das Internet Informationen einzuholen. Und beim so einem großen Thema ist man schnell überrollt. Also fangt man ein bisschen Step by Step an. Und schaut dann jedes Chakra nach und nach an. Das hilft schon mal, es zu erkennen, ist schon mal sehr hilfreich, es auch dann zu lösen, wenn eine Blockade da ist. Es gibt so viel darüber, dass ihr das vielleicht mit eurer, na, dazu müssen wir jetzt das Chakra offen haben, aber guckt, was euch anspricht, ob ihr das in eurer inneren Stimme auch übereinstimmt. Weil es gibt auch viel Mist, was verbreitet wird, leider. Hört da mal auf eure Intuition. Vielleicht könnt ihr uns ja sogar, wenn ihr auf YouTube hört, in die Kommentare schreiben. Ansonsten, wenn ihr eine andere Plattform benutzt, haben wir auf dem Server zum Beispiel diesen Kanal Social Media Feedback. Da könnt ihr uns reinschreiben. Habt ihr euch irgendwo wiedererkannt, wo ihr jetzt nur vom Zuhören sagen würdet, okay, das scheint bei mir irgendwie blockiert zu sein, da habe ich echt Probleme? Könnt ihr uns gerne mal schreiben. Und das würde ich auch euch fragen, gibt es ein Chakra, mit dem ihr immer Probleme habt oder das immer mal wieder auftritt? Und welches ist das eigentlich? Ja, also das Solarplexus tatsächlich. Okay. Das ist bei mir immer übervoll. Das Ding. Ich habe tatsächlich oft Probleme mit dem Herzchakra. So, warum auch immer. Ja, ich bin da auch bei dir, also Herzchakra und Stirnchakra tatsächlich auch. Mhm. Jetzt ist auch meistens im Wechsel zwischen Herz und Kehle. Also entweder ist meine Kehle ganz blockiert, dass ich wirklich nicht wirklich kommunizieren kann im Großen und Ganzen. Oder sie ist so weit offen, dass ich zu viel kommuniziere. Das gilt aber auch fürs Herz. Also das ist wirklich bei mir eine Thematik, die hin und her wendet zwischen Kommunikation und Gefühle, Emotionen, Empathie. Was passiert denn, wenn wir alle Chakren ausgeglichen haben, offen haben? Ja. Herzlichen Glückwunsch, kriegst du Merch. Klasse. Ich weiß gar nicht, ob man das erreichen kann. Erleuchtet oder so? Keine Ahnung. Ja, erleuchtet, würde ich auch sagen. Ja. Ich glaube, dann ist man wirklich auf einem guten Weg an der Erleuchtung. Ist ein hartes Stück Arbeit. Auf jeden Fall unglaublich ausgeglichen. Aber es ist wirklich schwer zu erreichen. Ich habe mal die Theorie gehört, das ist wahrscheinlich auch nur eine unter vielen oder vielleicht sagt ihr gleich, das ist kompletter Quatsch, dass wenn man einmal diesen Zustand erreicht hat, wir wissen ja, das kann sich auch extrem schnell wieder ändern, ja, dass man dann eben diese Kundalini aktivieren kann, quasi damit. Also, Geo, das ist dein Thema. ja, tatsächlich ja. Kundalini ist ein sehr wichtiges Thema, auch auf dem Weg der Erleuchtung oder des Ausgeglichenheitsseins. Man liest im Internet auch recht viel Yoga-Kundalini oder wie man sie erweckt und so weiter und so fort. Also ich bin großer Freund von, die Kundalini sein lassen soll, was sie ist. Und die wird sich schon von alleine erregen. Weil es ist natürlich eine Thematik der Schattenarbeit.
Wenn sie einmal erwacht ist, geht sie. Genau, da haben wir wieder das Wort. Wenn sie einmal erwacht ist, geht sie durch alle Chakren durch und löst die Blockaden, ob du es gerade willst oder nicht. Und dadurch kommt natürlich sehr viel Schattenarbeit auf eine zu. Ist es aber eine Lebenskraft, eine Erdenergie, es ist deine Energie, es ist sehr, sehr positiv. Und ich glaube, wenn die einmal erwacht ist, hat man echt sehr, sehr viel Nutzen und Erkenntnis vor allem. Kann auch körperlich unangenehm werden, wenn die erwacht ist. Ja. Ja. Aber ich finde, dass das wichtig ist, was Geo sagt, dass man das nicht erzwingt halt. Mhm. Weil das kommt auch von ganz alleine. Wenn man mit den Chakren arbeitet, meditiert und so, kommt das von alleine. Ich denke, das kannst du auch gar nicht erzwingen, weil du ja dann wieder zum Beispiel in diesem zu viel streben wollen bist. Das wäre ja dann auch wieder ein Ungleichgewicht. Ich glaube, man muss das schon kommen lassen. Ja, und dann kommt wieder ein Rückschlag und dann hat man wieder für irgendein Chakra ein Trauma, was man wieder aufarbeiten muss, was dann halt wieder blockiert beziehungsweise ja doch blockiert ist. Also es ist wirklich schwer, dahin zu kommen. Also ihr merkt schon, es ist viel Arbeit. Ja, und es ist eben ein Prozess. Also das bis zum Kundalini vom Wurzelchakra bis zum Kronchakra oben ist. Sobald dann irgendwie man zweifelt oder zu intensiv dran arbeitet, dann kann sie auch genauso wieder zurück. So ist das. Ja, Leute, jetzt haben wir so viele Infos rausgehauen, das müssen die jetzt erstmal verdauen, unsere Zuhörer. ich bedanke mich bei euch, dass ihr mit mir drüber geredet habt, über das Thema. Und ich würde sagen, ciao, ihr lieben Zuhörer. Folgt uns gerne auf unseren Socials. Spendet uns gerne was, wenn es euch gefallen hat. Ihr findet das alles in dem Linktree. Und bis zum nächsten Mal. Ne? Bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr zugehört habt. Hexenkessel-Liebe. Hexenkessel-Liebe. Sekunde, du musst das auch sagen. Hexenkessel-Liebe. Tschüssi.